Und das war's dann von der Woche und wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Ciao! Nach 2,5 Jahren darf ich euch endlich wieder begrüßen zu einem Weekly Vlog und zwar zu Part 8. Viel Spaß! Hello everybody and welcome to the Vlog hier in Salzburg. Ja, wieder mal ein neuer Vlog am Start, Leute. Ich gehe jetzt in die Arbeit und Leute, das ist das erste Mal, dass ich so oft vlogge, irgendwo draußen. Das sind überall Menschen. Ja, ich liebe das, Leute. Wir sehen uns dann irgendwo wieder und ich weiß, das sage ich irgendwie jedes Mal. Leute, bis gleich. Leute, habe ich irgendwas verpasst? Es ist nichts los. Es ist in der Früh, es ist 10 nach 8 und es ist nichts los, Alter. Normalerweise sind da 1000 Menschen und das ist hier, by the way, das Lichthaus. Ich hoffe, man sieht es überhaupt. Ist das mit Abstand hässlichste Haus hier in ganz Salzburg. Ja, Studentenwohnheim, aber richtig hässlich, Leute. Ah, ich hoffe, man hört mich überhaupt und man sieht was, denn die Sonne kommt von da, Leute. Gut. Ja Leute, das ist mein Workspace. Nicht sehr groß und viel zu sagen gibt es auch nicht. Ich kann hier auch nicht viel zeigen wegen Firmengeheimnis. Ich bin auch ein bisschen leise, dass ich keinen störe hier. Ja, ich arbeite heute bis 1 und dann sehen wir uns wieder. Done for today mit dem Arbeiten, Leute. Ich fahre jetzt nach Hause mit dem Bus. Er hat natürlich wieder mal ein paar Minuten Verspätung, warum auch nicht. Das hat er irgendwie jeden Tag. Und ich bin hier an der Hauptstraße. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich fahre nämlich dauernd Autos vorbei. Egal. Heute werde ich noch meinen Gefrierschrank holen, denn der ist endlich angekommen. Dann kann ich auch endlich mal wirklich gut kochen und muss nicht immer einzeln einkaufen gehen. Ja, ihr werdet sehen, was ich alles mache. Bis gleich. Ich zeige euch auch noch ein bisschen die Stadt hier. Ohne Witz, wo ich mich gerade befinde, hier in der Nähe vom Mirabellgarten und Mirabellplatz, ist der schönste Teil der Stadt, finde ich persönlich. Schöner als die Altstadt sogar noch. We've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. Touristenzeit, Leute, Alter. Geil. Jetzt beginnt's wieder. Man kann nirgends sein ohne 10 Milliarden Chinesen. No offense, aber Leute, das sind so viele Chinese people. Jetzt melde ich mich doch noch mal ganz, ganz kurz, bevor ihr dann den Gefrierschrank seht, denn das wird wahrscheinlich das nächste sein, beziehungsweise muss ich jetzt dann noch waschen. Das werde ich vielleicht auch noch mit reinpacken irgendwie oder irgendwann. Ihr werdet es ja eh sehen, ich labere einfach nicht viel zu viel.
Ich möchte nur kurz was sagen. Ihr seht ja, dass es hier so mega leer ist. Immer noch. Also ich habe ja gesagt am Anfang, ich möchte hier irgendwie dekorieren. Und schaut mal, das ist alles, was ich habe an Deko hier. Das ist sogar selbst gemacht. Und das ist wirklich meine gesamte Deko, die ich habe. Und halt hier die paar Pflanzen. Aber die kennt ihr schon. By the way, was ich auch noch sagen wollte, das werden jetzt Weekly Vlogs. Ich möchte wieder öfter und aktiver sein und ich möchte ja jetzt auch wirklich viel Arbeit reinstecken in die Videos, dass sie auch qualitativ besser werden. Ich weiß, dass die letzten Videos nicht allzu gut waren. Verstehe ich auch, da hat irgendwie die Motivation auch ein bisschen gefehlt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber jetzt habe ich auf jeden Fall mega Motivation, egal ob ihr es euch anschaut oder nicht, weil ich habe mir meine letzten Weekly Vlogs angeschaut und obwohl sie vom Inhalt her nicht so geil waren, waren sie so einfach mega Bombe und ich konnte mich selber gar nicht mehr wiedererkennen, weil ich damals noch wirklich gut war. Also wirklich, ich will mich jetzt nicht hier irgendwie gut reden oder so, aber früher war ich viel besser auf YouTube wie heute. Ich meine, ich habe auch jetzt lang eine Pause gemacht, da verlernt man einfach Dinge. Egal, ich laber nicht viel zu viel. Auf jeden Fall, hier möchte ich irgendwie ein Gemälde hinbauen, hängen. Und da werde ich schauen, was ich mir gönne. Ich möchte ja so Leinwandgemälde mal schauen, ob es sich in diesem Vlog ausgeht, sonst in einem der nächsten. Was ich dann auch noch gleich tun werde, ist ein Video schneiden, und zwar ein COD-Video, das ich gestern aufgenommen habe. Eins ist ja schon gekommen, das ist jetzt das zweite, was ich schneiden werde. Da werde ich auch mega viel Arbeit reinstecken, Leute. Ich hoffe, das sieht man dann auch. Ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht gemacht, aber ihr werdet es schon gesehen haben. Dann noch ein Ding, und zwar werde ich The Zone kündigen, und zwar sofort jetzt gleich, aus dem einfachen Grund, weil... Ja, ich habe The Zone eigentlich nur für die Champions League und vor allem, das ist Punkt Nummer uno, warum ich The Zone abonniert habe, und zwar Premier League. Und ab, die nächsten 3 Jahre sind alle bei Sky und Sky ist so behindert, also sorry an alle, die jetzt Sky haben, ich will euch nicht offenden, aber das ist so rausgeworfenes Geld. Alles, was man bei Sky bekommt, ist einfach nur bei uns österreichische Bundesliga, dann eben die Premier League und Champions League, aber auch nicht alle, sondern nur ausgewählte Spiele. Und dafür zahlt man einfach so mega viel. The Zone hat 10 Euro im Monat gekostet. Das habe ich mir gegönnt, weil ich gedacht habe, da habe ich viel. Und es kostet jetzt auch nicht allzu viel. Sky kostet 20 Euro im Monat für das erste Jahr. Man hat aber 2 Jahre Bindungsdauerpflicht. Und im zweiten Jahr kostet es, glaube ich, 40 Euro oder irgendwie so. Oder 45 Euro sogar. Also what the fuck, Leute. Ist das euer Ernst? Das ist so viel Geld für das, was ihr bietet. Das ist, Alter, nein. Leckt mich am Arsch, Leute. Auf jeden Fall war es das dann kurz. Wir sehen uns dann hoffentlich gleich wieder, wenn ich die Wäsche wasche bzw. irgendwas anderes mache. Vielleicht schneide ich den Vlog auch so zusammen, dass es besser passt am Ende. Keine Ahnung, ich mache mir da mehr Gedanken jetzt. Ja, das war's. Wir sehen uns gleich wieder. Leute, irgendwie finde ich die Bilder richtig nice, aber ich weiß nicht, ob die nicht zu klein sind für mein Wohnzimmer. Die sind nämlich 56x56, also ein so ein Bild. Ja, keine Ahnung. Leute, das finde ich auch ganz geil, das Motiv hier. Ich habe jetzt rechts oben eine Abstimmung. Da stimmt doch mal ab, ob ich mir das auch zulegen soll oder nicht. Das würde in mein Schlafzimmer kommen, ich weiß nämlich nicht. Ich werde mir jetzt doch... die hier gönnen. Ja, wir werden uns dann zu Hause sehen, wenn ich die aufhängen versuche oder auch noch nicht. Keine Ahnung. Bis gleich. Yo Leute, jetzt bin ich wieder zu Hause. Wie ihr hier sehen könnt, die Wäsche ist auch schon aufgehängt. Und eins zeige ich euch. Hier, ihr habt es schon gesehen, ich habe so Pflanzen gekauft. Das sind keine echten Pflanzen, das sind so Plastikpflanzen. Aber ich finde, wenn ihr hier so schaut, sieht eigentlich ganz nice aus, vielleicht kaufen wir öfter welche. Die sind auch pflegeleichter wie die echten Pflanzen hier. Ich meine, die echten Pflanzen bringen sich auch ein bisschen was. Man merkt schon, dass die Luft besser wird ein bisschen, aber naja, die kosten auch viel und wie gesagt, muss ich dauernd gießen und so. By the way, hier liegen auch die Bilder schon. Das sind 3, die kann ich dann hier aufhängen. Mal schauen, da sind noch keine Haken oder so dabei. Das heißt, die muss ich erst noch kaufen, wird noch ein bisschen dauern. Leute, ich habe gerade eine E-Mail bekommen und ich habe sie noch nicht gelesen. Da ist jetzt die Bewerbung vom Studium die Antwort. Ich bin sehr gespannt und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich hoffe, es ist ein Ja, sonst bin ich ziemlich am Arsch, denn ich habe keinen Plan B. Ja.
So Leute, ich bin jetzt am PC, ich schaue es mir jetzt mal an. Ja, bin gespannt, Leute. Schauen wir mal. Sehr geehrter Herr Nachname, herzliche Gratulation, wir können Ihnen einen Studienplatz im Bachelorstudium Wirtschaftsinformatik und digitale Transformation zusagen. Ja, Leute! Es hat geklappt, Leute. Wäre auch alles andere als gut gewesen, wenn es nicht geklappt hätte. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh darüber. Ich werde mir jetzt erstmal das alles selber noch durchlesen. Das war erstmal von mir. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder oder übermorgen oder wann auch immer. Die Woche wird geblockt auf jeden Fall. Bis dann. Yo Leute, es ist Wochenende. Endlich, ich gehe gerade nach Hause von der Arbeit. Ich habe jetzt noch ein paar nice Shots aufgenommen. Jetzt am Wochenende werde ich baden fahren, dann weiß ich noch nicht, vielleicht wieder zu meiner Oma. Werdet ihr eh sehen. Bis gleich auf jeden Fall. Jo, Leute, das war's auch schon vom Vlog. Ich weiß, ich habe jetzt die nächsten Tage nichts gevloggt, denn es ist bei mir privat etwas passiert, was mich im Moment etwas runterzieht und deshalb werde ich auch die nächsten Tage keine Videos machen. Es wird aber noch ein Video kommen, weil ich noch eins vorproduziert habe. Ja, ich werde jetzt noch mit dem Alex irgendwas tun in der Stadt, was essen gehen und dann mal schauen. Auf jeden Fall war es das von dem Vlog. Mal schauen, ob nächste Woche dann ein Weekly Vlog kommt. Kommt darauf an, wie es mir geht. Ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao!